Prost, Neujahr, ihr liebe Leid, oder ach, frohes Neues. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch ins neue Jahr gehabt und euer Silvester war gut. Wie meins war, kann ich ja nicht sagen, weil das hier am 22.12. gerade aufgenommen wird, mit der anderen 3 zuvor. Aber ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt ein wunderschönes Silvester gehabt und ich darf euch herzlich zum neuen Jahr hier voller Let's Plays, sofern die YouTube-Nutzungsbedingungen da mitmachen, bei meinem Kanal willkommen heißen. Jawoll! Und wir fangen direkt an, indem wir uns hier zu den Kultisten durchschlängeln. Und schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich habe die Befürchtung, wenn ich jetzt eine Lichtquelle anmache, dann kriege ich die nie wieder aus. Und die entdecken mich sofort wieder, die Kasper hier. Aber mir bleibt ja nichts anderes übrig eigentlich, ne? Ich muss hier mich hier irgendwie zurechtfinden, deswegen nur mit dem kleinen Feuerzeug. Aber wenn ich hier irgendwas finde, dann sollte es schon auch was sein. Was sich lohnt, hoffe ich irgendwie. Bewegt sich hier irgendwas im Wasser? Das ist jetzt eigentlich schon exakt wie in dem Traum von ihm, wie er es auch schon mal angemerkt hat in der letzten Episode. Dass das schon sehr stark daran erinnert. Dann befürchte ich, dass der Polizist, den wir im Traum gesehen haben, der von dem Tentakelkultist gemeuchelt wird, dass das Officer Bradley ist. Ich befürchte es eigentlich schon fast, dass sich das so darstellen wird. Weil du hast in meinem Traum nämlich auch gesehen, wie irgendeine Kreatur hier im Wasser abgetaucht ist. Okay. Gut, wir gehen mit kleiner Lichtquelle weiter. Hier finden wir allerdings nichts. Ich glaube, im Traum haben wir hier durchaus was gefunden. Also sicher bin ich mir doch aber nicht mehr, aber ich glaube, wir haben doch im Traum was gefunden. Ist ein bisschen länger her. So. In der Realität stellt sich das hier fundleer dar. Okay. Alles noch gewachsener Stellen, nichts natürlich, nichts Gebautes, so rum. Okay, na dann müssen wir ja irgendwie durch hier kommen, ne? Mach das tappische Licht aus, Kerl. Nee, mach's nicht noch größer. Ich will, dass du deine Lichtquelle löscht. Kriegen wir das irgendwie hier? Ah, mit Dreieck. Mit Dreieck kann ich meine Lichtquelle löschen. Okay, das ist gut zu wissen. Weil hier sollte ich, glaube ich, so unauffällig wie möglich gehen. Wenn hier gerade so Ritual stattfindet, wird anscheinend jemand hier aufgenommen in den Kult. You who sleeps, accept this dream under your immortal wing. Okay, irgendein Initialisierungsritus anscheinend. Ja, Cthulhu Nithsiha Fetag. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Oh. Ibithnk. Padk. I feel him. You are gifted indeed. Not another word. Let him pass through every part. Wir waren nur Gekröse und Fischopfer wieder. I get. Ach du Scheiße. Das sind noch ein paar andere. Ich hoffe, die kommen nicht gerade in meine Nähe. Hier ist nichts. Gucken wir uns mal die Träumerle da an. Die scheinen wohl zu schlafen oder sind tot. Das kann ich ja nicht sagen. Okay, der hat aber so lustige Kultmaske auf, die übrigens ultra geil gemacht ist. Medizinkunde. Dead. This ritual killed him. Where's the sense in that? Okay, schlafender Kultist. Also die Maske sind echt geil. So. Sie liegen tot auf einem eisigen Stein. Es sieht aus, als wären sie tot, aber ihre Körper verwesen nicht. Befinden sie sich in einer Art Koma? Eines steht fest. Diese Personen wurden einer Behandlung unterzogen, die ihre körperlichen Eigenschaften verändert. Ich bin nicht sicher, ob man sie noch als Menschen bezeichnen kann. Auszug aus dem Notizbuch von Edward Pierce, Privatdetektiv. Okay. Leiche, die nicht verwesen und wohl in einer Art Koma sind. So wie Cthulhu selber. What about your protege?
His awakening is complete. He will join you shortly. Ich gehe hier mal lieber weg. Und halte mich hier in Deckung so gut wie möglich. Und versuche hier weiterzukommen, wenn irgend möglich. Werde ich wahrscheinlich nicht durchkommen, ohne dass ich hier aufbreche, oder? Ah, ich komme durch. Ja, jetzt ist es wie im Traum. Ja, natürlich. Es ist Officer Bradley. I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? Natürlich. An intruder! Oh shit! Don't move! Police! Nicht gut. Nicht gut. Ugh. I won't hesitate. Bradley, get back. Get back. You asked for it. Oops. Oh oh. Oh oh. Charles. Das ist Charles Hawkins hier. You have seen this. Nur sehr stark entstellt. Ach du Scheiße. Yay, ich habe einen Charakterpunkt gewonnen. Dann investieren wir doch gleich mal. Trophäe erhalten in Kupfer, der Tempel. Ja. Ach, dann investieren wir doch gleich mal in Entdeckung. Joch, ja, machen wir mal, ne? Scheiße, ich muss hier raus. Ach du heilige Scheiße. Also Charles Hawkins lebt offensichtlich. Und Officer Bradley ist erledigt. Scheiße. Jetzt aber nichts wie raus hier. Springen, rennen. Ach du liebe Zeit, der ganze unterirdische Tempel hier stürzt. Die ganze Kultstätte ist am Arsch. Schnell, schnell, schnell. Alter Falter. My leg. Ach du Scheiße. Gar nicht gut. Ja, dann geh doch weiter, Kerl. Schlepp dein Kadaver hier durch. Okay, du hast anscheinend auch noch irgendeine Army Sau zermatscht. Das ist kein schöner Tod. Das ist alles andere als schön. Alles, was mal schön war, ist weg. Da ist auch wieder einer zermatscht worden. Da geht's hoch zum Licht. Ich glaube, wir sollten hier nicht länger bleiben, als wir müssen. Also nichts wie raus hier. Und ja, Charles Hawkins hat offensichtlich den Brand überlebt und ist stark entstellt worden durch den Kult. Nicht gut. Hilfe ist gut, ja. Riverside Institute, Kapitel 5. Pierce und Officer Bradley folgten dem Eindringling zu einem geheimen Treffpunkt eines Kults in einem Höhlensystem unterhalb der Villa der Hawkins. Sie erlebten eine merkwürdige Zeremonie, die von einem äußerst lebendigen Charles Hawkins abgehalten wurde. Bradley versuchte ihn festzunehmen, doch Hawkins, dessen Körper mutiert schien, verstümmelte den Polizisten. Bei seiner Flucht wurde Pierce durch einen Höhleneinsturz eingeschlossen und verletzt. Er wird ins Riverside Institute gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Riverside Institute, hatten wir es doch nicht mit dem lustigen Dr. Fuller irgendwie, ne? Du dürfte was klingeln, meiner Meinung nach. Oh je, das neue Jahr fängt ja schon mal super an, ihr liebe Leute, ne? Schon mal Action wie zaugleich. Und er sagt, muss ich auch noch sagen, also 4 Episoden am Tag schaffe ich heute definitiv noch, aber das heißt, wir spielen wieder heute so lange, bis wir circa bei 20 Minuten beim Speicherpunkt ankommen, sodass ich dann wieder auf der einigermaßen sicheren Seite bin. Ja, jetzt kommen wir wahrscheinlich so ganz Outlast-mäßig hier in ihre Anstalt, weil Sarah Hawkins war jo angeblich auch dort, wie es jo hieß.
und war in Behandlung bei dem Dr. Fuller. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den Kerl in Natura sehen und ob der wirklich so spricht, wie ich gedacht habe. Ja, ich bin sehr gespannt, aber der Ladebildschirm verweist mal auf nichts Gutes, wenn ich mal das so angucke. Ich befürchte tatsächlich, dass wir jetzt so wirklich mal mit dem Okkulte durch diverse Spinner in Kontakt kommen. So Outlast-mäßig. Da hier auch die Unreal Engine verwendet wird. Schauen wir mal. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Da ist er ja persönlich. Der Thomas Fuller. He's having a seizure. He will survive. Strong subject. Gefällt mir nicht, dass der mich als Testperson bezeichnet. He's opening his eyes. He saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. Oops. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps. Whoa, go easy, my friend. Alter, ja? He killed you. Der sollte eigentlich tot sein. Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Mal wieder außer Gefecht gesetzt. Großartig. Ja, haben sie jetzt so einen Doppelgänger von dem Ike gesetzt, von dem Officer? Oder, haben sie dem die Erinnerungen gelöscht? Oder was geht denn du jetzt ab? Alter Falter. Spiel gespeichert, aber wir sind erst bei 12 Minuten. What happened to me? Hier kommt noch irgendwie Gas rein. Where am I? Na klasse, und voll in der Gummizelle. Oh oh, was geht denn da ab? Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. You got no choice, Sanders, and neither do we. You don't understand. If I go out, he'll see me. No, die Hintergrundgeräusche mit dem Lachen. Please. I don't want him to find me. Alter. Der augenlose Mr. Sanders. Und ich habe irgendwie Schiss, dass da gleich so Fratze vor meinem Fenster erscheint. Was für ein reizender Ort. Na, noch schön mit Kette an der Wand. Alter Falter. Und Schimmel noch an der Gummizelle. Ja, da können wir uns noch angucken, was es ist. Aber du huscht da einfach nur. Dasselbe hier. Überall der fette grüne Schimmel, also das ist nicht gerade ein Ort, wo man sein will. Da kann ich mich noch schlafen lecken. Das wird wohl nicht oft sein, ne? Alter, ist das widerlich hier. Boah, ihre arschschaltende 20er Jahre, herzlichen Glückwunsch. Ich kann da nicht ins Menü reingehen, das heißt, ich kann nur schlafen gehen, warten. Alter, was ein ekelhafter Ort. Was für ein schrecklicher und widerlicher Ort. Okay, jetzt habe ich anscheinend wieder einen Traum. I have a dream. Aber nicht denn von Martin Luther King. Alter Falter. Boah, ich weiß jetzt schon ganz genau, das wird wahrscheinlich der übelste Ort hier im ganzen Spiel sein, ne? Das ist so ein ekelhafter Drecksort, wo man definitiv nicht sein will. Der Arzt, Dr. Fuller, macht auf mich den Eindruck, als wäre es ein Deutscher. Der hat nämlich so einen leichten deutscher Akzent in seinem Englisch drin. Also nicht Thomas Fuller, sondern Thomas Fuller wohl eher. They trapped and hunted me. Pursued me right into their dreams. Alter. Jetzt habe ich Gänsehaut. Das ist eklig. Wie der glotzt. Und das ist auch so ein Edward Pierce-artiger. Ist das eklig.
Nein, die stehen alle auf. Und ich kann nicht wegrennen mit meinem verkrüppelten Bäh. Anna. Ich hab euch alle lieber im Arsch. Der Ende du. Däm, nix verzähle. Ach. Ja, der Würgi. Der Selbstwürger. Ach Gott, nee. Da wieder ein Däm, nix verzähle. Alter, wie eklig. Kann ich rennen? Nee, ach Gott, ist das widerwärtig. Ich will hier nur weg. Die steigen mal zum Glück nicht noch. Ja, gib ruhig A, Leviathan. Ach, wie ekelhaft. Mir gefällt's hier nicht. Ich will hier weg. Wunderschöne Prophezeiung. Also jetzt habe ich auch gerade wieder Gänsehaut. Das ist schon ziemlich geil gemacht, muss ich sagen. Und überall wieder die illustre Gestalten. We don't have much time. Mary Colden. Okay. Und wer ist das jetzt, Mary Colden? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Okay. Wait. Bradley is really alive. Oh, dieses Lachen im Hintergrund. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Ja, wie man das früher gemacht hat bei Patienten. I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible and as unobtrusively as possible. Okay. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. Okay, ich kann aber noch Frohre stellen. Alter, das ist unangenehm hier. Was tun sie mit dem Patienten hier? Wie soll ich von hier entkommen? Ermittlungen, so groß ist das Risiko nicht. Ich weiß nicht einmal, mit wem ich es zu tun habe. Why should I trust you? I don't even know your name. All I have is a woman dressed as a doctor, which is not particularly reassuring. Mm-hmm. I am Dr. Marie Colden. Okay. I work in this institute. Okay, also sie ist Ärztin. That does not mean I approve of everything Dr. Fuller does. He hides a lot of things from me, especially on this floor. We must not stay here. Okay. There are two men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them. And get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Okay. Klingt noch ein Plan. Ist das ekelhaft. Gegenstand erhalten Sturmlaterne, Gegenstand erhalten Feuerzeug. Aus der Anstalt entkommen ist mein neues Ziel und Spiel wurde gespeichert. Ich guck gerade mal, ob wir noch ein paar neue nette Sachen haben. Dann lese ich die nämlich gerade noch vor. Mein Verstand ist derzeit immer noch stabil, aber ich habe ein neues Trauma gekriegt, und zwar das Ritual. In den Tunneln unter der Hawkins-Villa erlebte Pierce, wie Officer Bradley von einem Mann mit monströser Gestalt ausgeweidet wurde. Die Männer in den Kutten und ihre Rituale konnten dem ehemaligen Soldaten nichts anhaben. Der brutale Tod Bradleys, die Entdeckung der Identität des Mörders, den er als den totgeglaubten Charles Hawkins erkannte, sowie dessen übermenschliche Stärke schafften es aber, ihm Furcht einzuflößen. Pierce weiß noch immer nicht, ob er glauben soll, was er sah. Vielleicht schiebt er diese grauenhaften Visionen auf den Tod von Bradley. Vielleicht war es auch der Mangel an Sauerstoff nach dem Einsturz. Sind trotz allem immer noch stabil. Okay, Darkwater.
Haben wir jetzt wieder ein paar neue Leute. Charles Hawkins, 41, Tätigkeit Räder. Charles Hawkins lebt? Trotz der groben, deformierten Erscheinung sah dieses Ding aus wie Hawkins. Er griff sogar Bradley an, nachdem dieser ihn erkannte. Was ist in der Brandnacht nur mit Charles passiert? Ich habe noch nie ein Brandopfer in einem solchen Zustand gesehen. Da stimmt etwas nicht. Ja, vor allem die Tentakel könnten dafür sprechen, dass da was nicht stimmt. Da haben wir noch hier Dr. Mary Colton, Alter 32, Ärztin. Die Freundin von Officer Bradley arbeitet als Allgemeinmedizinerin im Riverside-Institut. Schon lange vor meiner Ankunft fand sie heraus, dass Fuller in verbotene Aktivitäten verwickelt war. Sie möchte die Natur seiner Experimente aufdecken und glaubt, dass ihre Hilfe im Fall Hawkins ihre eigenen Untersuchungen vorantreiben könnte. Okay. Dann haben wir noch im Inventar unser Zeug. Alte Sturmlaterne, verbraucht Öl, bla bla. Und ich würde sagen, ihr liebe Leid, an der Stelle kann ich hier auch wirklich meinen Cut setzen. Und ich bin froh, dass ich hier nicht mehr allzu viel zu tun habe, sondern dass das ein Problem für den Yankee von der nächsten Aufnahme ist. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig, wo wir dann direkt hier im Riverside-Institut einsteigen werden, mit Outlast-Feeling garantiert. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.